Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Und das weiter, Kauder, nur noch eine Bemerkung. Also die Bibel ist ja für jeden erlaubt, auch für mich. Und ich finde, ich interpretiere sie besser als Sie, es tut mir leid. Und Frau Bundeskanzlerin, ich weiß nicht, wo Sie gerade wieder rumturnt, aber eins sage ich Ihnen nach der... Frau Bundeskanzlerin, warum können Sie das diesen Bossen nicht mal erklären, nicht kurzfristig, sondern langfristig zu denken? Selbst einer, der den Kapitalismus ganz toll findet, kann ihn ja nur erleben, wenn es die Menschheit noch gibt. Ich begreife das überhaupt nicht, warum die so uneinsichtig sind. Bei der FDP frage ich mich immer, wozu Sie überhaupt sozialpolitische Sprecher haben, aber ich lasse das mal. Ja. Wissen Sie, Herr Lindner, Sie können mich ruhig als geistig gestört betrachten, aber das sagt etwas über Ihr Niveau, nicht über mein Niveau, um das auch mal ganz klar zu sagen. Ja, nun warte doch mal, Frau Künast, du wirst es auch noch verstehen. Ich wollte, dass Sie sich einmal aufregen können. Jetzt können Sie es. Gut. Herr Gabriel, ich habe Ihnen genau zugehört. Was haben Sie denn gesagt? Sie haben gesagt, der Krieg ist richtig, aber Sie wollen ihn nicht so nennen. Das ist doch keine sozialdemokratische Politik. Ich bitte Sie, vollziehen Sie doch mal den Wechsel. Liebe SPD, ich weiß ja, Ihre Leidensfähigkeit ist fast unbegrenzt. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass es doch irgendwo eine Grenze gibt. Und nun sage ich meinen letzten Satz, Herr Präsident, meinen letzten Satz. Ich überlege mir, ob ich Ihnen drohe. Ja, wirklich, ja, passen Sie auf. Indem ich sage, dass ich doch vielleicht versuchen werde, so lange im Bundestag zu bleiben, bis man in Ost und West und die Frauen und Männer endlich für gleiche und gleichwertige Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente erhalten. Wenn ich das androhte, sollte es doch wenigstens ein gewisser Ansporn für Sie sein, das möglichst schnell zu erleben. Herr Kollege Gysi, was im ersten Leben nicht so richtig geklappt hat, klappt dann hoffentlich im zweiten. Haben Sie endlich mal den Mumm und man erfährt so gut wie nichts, sondern immer nur ein kleines Stückchen. Das geht einfach nicht. Deshalb sage ich diesem Baller, Baller und einen Pfeifenverein. Sagen Sie doch wenigstens mal. Sagen Sie das doch wenigstens mal. Und dazu brauchen Sie den Mumm. Ich bin es sowas von leid. Sie können mir doch nicht das Wort verbieten. Hören Sie mal zu. Quatschen Sie nicht einfach dummes Zeug. Das ist doch der Gipfel.